Mein Name ist Adrian Häusling, ich bin 36 Jahre alt, Geschäftsführer von der HR Pioneers GmbH und wir haben uns auf agile Personal- und Organisationsentwicklung spezialisiert. Ich bin davon überzeugt, dass das Personalmanagement heute anders gedacht werden muss und neu gedacht werden muss. Das oberste Ziel dieser Konferenz ist, eine Plattform zu schaffen, wo sich Personaler austauschen können über Themen des agilen Personalmanagements. Und diese Plattform, dieses Networking, kombiniert mit den Impulsen und dem Input, den sie bekommen, wirklich so hochwertig zu gestalten, dass darüber eine Community entsteht, die wirklich Personalmanagement neu und anders denkt heute. Konferenz schafft einen Raum für einen sehr, sehr wertvollen Austausch zwischen Leuten, die alle aus dem HR-Bereich kommen, mehr oder weniger, und ist somit auch relativ einzigartig in Deutschland im Moment und finde ich einen sehr, sehr wichtigen Beitrag, um halt agile Unternehmen weiterzuentwickeln beziehungsweise insbesondere die HR-Kompetenzen anzugucken. Also ich finde das schon wirklich als sehr, sehr hilfreich. Und das ist im Moment noch eine Lücke. Das ist was wirklich viele Unternehmen brauchen das. Viele wissen auch gar nicht, dass sie es wirklich brauchen und wie wichtig das ist. Und da kann man sehr viel lernen vom Miteinander. Wie machen es andere Unternehmen? Was ist gut? Was ist schlecht? Was sind so die Erfahrungen? Und ich finde das sehr, sehr hilfreich. Und am liebsten würde ich sowas regelmäßig haben, als regelmäßigen Austausch zwischen Gleichgesinnten. Das ist ja, wie gesagt, hier sind verschiedene Branchen, Unternehmen verschiedene Größe und trotzdem haben alle die gleichen Probleme, die wir lösen wollen. Da ist das eine sehr schöne Basis, um sich da gegenseitig weiterzuhelfen. Viel Inspiration für mich, ein gutes Kontakten und Netzwerken. Ich denke, ich bleibe am Ball. Gut war, das hat das so ein bisschen ja gefördert, war die kurze Session, eine halbe Stunde. Dieses Speed-Dating war es nicht, sondern Speed-Coaching. Konferenz heute hat mich doch sehr beeindruckt. Also ich war noch nicht dabei, das ist die erste. Ich bin Anfang des Jahres eher per Zufall darüber gestolpert, dass es sowas in Deutschland gibt und war sofort begeistert. Es fällt mir wirklich ganz, ganz, ganz leicht, hier gute Worte zu finden, weil ich erlebe hier natürlich wirklich die Avantgarde der HR-Leute. Hier wird man nicht hinkommen, wenn man nicht daran interessiert ist, auch den Change, den HRler mitgehen müssen, auch wirklich zu leben und mitzumachen. Erlebe sehr viel Hunger, sehr viel Interesse, sehr viel auch leidenschaftliches Diskutieren und Ringen um die bessere Lösung. Und das ist vielleicht jetzt erstmal kein Megaformat, was wir heute hier haben, aber es ist sehr speziell, es ist sehr individuell und es ist auch das, wie wir häufig Mittelstand sehen, es ist familiär. Und ich glaube, das ist von daher ein Format, wo jeder was mitnehmen kann und wo jeder sich wiederfinden kann. Mir hat insbesondere gefallen, dass es sehr viele Praxis oder Vorträge aus der Praxis gab, wo ich finde, wo man sehr von profitieren kann. Insgesamt waren das gute Impulsvorträge, das heißt, man hat sich so ein bisschen mit Perspektivwechsel beschäftigen können, weil für mich ist es interessant, Dinge, die ich für selbstverständlich sehe, wenn ich dann merke, in einem Unternehmen funktioniert es anders und vielleicht auch genauso gut oder besser, sodass ich nicht nur meine eigene Suppe koche. Und dafür sind so eine Konferenz super und da war auch die erste schon gut und da würde ich auch zur dritten wiederkommen. Also ich nehme mit,
dass wir da einen richtigen Riecher hatten, was das Thema anging, weil ich glaube, da ist noch ganz, ganz viel Potenzial, was in dem Thema steckt. Und für mich persönlich nehme ich mit, dass ich es gar nicht abwarten kann, dass wir die nächste Konferenz machen. Es hat auf jeden Fall funktioniert. Ich bin schwer beeindruckt von der Konferenz. Es sind zwei Punkte, die ich mitnehme. Der erste Punkt, den ich mitnehme, ist, dass wir einen Nerv getroffen haben. Also an der Lebendigkeit, an der Intensität der Diskussion, die stattgefunden haben, an der Bereitschaft mitzumachen auch, ist deutlich geworden, dass es einen Nutzen und Mehrwert für die Teilnehmer gebracht hat. Der zweite Punkt, den ich denke, der wichtig geworden ist, ist, dass die Teilnehmer auch festgestellt haben, dass sie nicht alleine sind, sondern dass sie gemeinsam auf dem Weg sind, gemeinsam Probleme haben, vielleicht auch in vielen Bereichen gar nicht so schlecht sind, wie sie denken, aber dass sie vorne weggehen, dass sie in der richtigen Richtung unterwegs sind, und das freut mich, wenn ich das Feedback so höre und mitbekomme. Also bin ich schwer beeindruckt von dem Tag heute. Also es wird nach jetzigem Stand definitiv eine weitere Konferenz geben. Ob wir dieses Jahr noch eine weitere machen oder nächstes Jahr, werden wir jetzt die Feedbackbögen nochmal auswerten. Aber auf jeden Fall haben wir Spaß und Bock drauf, das Format weiter zu verfolgen und weiterzubauen zusammen mit den Teilnehmern.